Ein herzliches Willkommen, liebe Abenteurer und Freunde der fabulösen Unterhaltung. Dieses Video ist für alle Mittelalter- und RTS-Fans, denn es steht ein vielversprechendes Indie-Spiel an, das schon im Herbst in den Early Access gehen soll. Mehr dazu jetzt, also bleibt dran. Ihr wollt mehr Guides, Tutorials und Neuankündigungen? Dann einfach abonnieren und mitfabulieren. Aber nun lasst uns starten. Das Spiel, um das es geht, nennt sich Manor Lords und wird von Slavic Magic entwickelt und gepublished. Hinter Slavic Magic steckt tatsächlich nur ein Name, nämlich, und jetzt hoffentlich spreche ich das richtig aus, Greg Stützen, wenn das so polnisch ausgesprochen wird, er kommt nämlich aus Polen. Somit haben wir es hier mit einer echten Indie-Perle zu tun. Was ist aber nun Manor Lords? Manor Lords verbindet RTS mit Aufbausimulation. Großen Wert wird auf Realismus gesetzt. Angesiedelt ist das Spiel im europäischen Mittelalter zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert. Eine genaue Region wird hier nicht genannt, aber anhand der Vegetation und der Landschaftsformen befinden wir uns wahrscheinlich im östlichen Mitteleuropa. Kingdom Come lässt hier grüßen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Feudalherrn, der sein eigenes Lehen aufbaut. Dazu benötigt ihr natürlich Bauern, aber auch allerlei Handwerker, Holzfäller, Gerber, Schmiede, Müller, ja sogar Imker und natürlich Ressourcen, um euer Vorhaben zu verwirklichen. Und damit wären wir auch schon mitten im Stadtaufbau. Ihr müsst natürlich für genügend Nahrung sorgen, Ressourcen sammeln, nachhaltige Lieferketten herstellen und eure Siedlung so zum Erfolg managen. Wie in typischen Städteaufbauspielen ist ein durchdachtes Wege- und Straßennetz für eure Infrastruktur von Wert. Und solltet ihr dennoch bei eurer Planung Hilfsmittel benötigen, stehen euch Werkzeuge wie eine Rasterfunktion zur Verfügung. Das Schöne bei eurer Stadtplanung ist, ihr habt volle Freiheit in der Platzierung eurer Gebäude. Wie wir im bisher veröffentlichten Video- und Bildmaterial sehen können, sticht vor allem die grandiose Detailtreue in Manor Lords heraus. Die Gebäudearchitektur lehnt sich hier bis ins kleinste Detail an die mittelalterliche Bauweise an. Und hinzu kommt natürlich diese fotorealistische Flora und Fauna, die einfach atemberaubend aussieht und einfach eine fantastische Atmosphäre schafft. Hinzu kommt natürlich der Arbeitsalltag eurer Bevölkerung. Der Bauer, der mit seinem Ochsengespann das Feld pflügt. Gerber, die vor ihrer Hütte das Fell bearbeiten. Ein Jäger, der im Wald Wild aufspürt. Schäfer und sogar Imker, die sich um die Bienen kümmern. Detailverliebtheit ist jedoch nicht nur im Design zu finden, sondern auch in den Mechaniken des Spiels. Gebäude werden so zum Beispiel nicht einfach wie von Geisterhand platziert, sondern benötigen Zeit und Ressourcen, um erbaut zu werden. Und auch hier wird sowohl beim Erbauen als auch beim Zerstören auf bautechnische Physik geachtet. Jahreswechsel und auch das Wetter werden einen Einfluss auf eure Siedlung und auf den Ertrag und die Mobilität haben. So kann zum Beispiel eine Dürrezeit dazu führen, dass das Grundwasser knapp wird, die Brunnen sich leeren und auch Nutzpflanzen einfach verdörren, vernichtet werden. Habt ihr nicht genügend Vorsorge getroffen für den Winter, nicht genügend Korn in eure Speichern gefüllt, dann werden die Essensvorräte knapp für eure Bevölkerung und es können Hungersnöte ausbrechen. Aber auch Krankheiten und alles das hat natürlich Auswirkungen auf eure Siedlung, auf eure zukünftige Stadt, sodass diese dann auch am Abgrund stehen kann. Selbst das Abholzen von Wäldern soll Auswirkungen auf die Umwelt haben. Und so müsst ihr irgendwann zwangsläufig in weitere Regionen vordringen, um expandieren zu können und eure Siedlung am Leben zu halten. Und genau an dieser Stelle spielt dann Manor Lords seine zweite Karte aus, denn die Regionen werden von anderen KI-Spielern besiedelt, die natürlich in Konkurrenz um die Ressourcen mit euch stehen. So müsst ihr zwangsläufig irgendwann Schlachten schlagen, um neue Territorien zu erobern oder um euer Hab und Gut zu verteidigen. Und auch hier wird wieder auf Detailtreue gesetzt. Man erkennt die genau modellierten Rüstungen, an denen noch das Blut des Kampfes kleben, die Piken, die Schwerter und Äxte, die Bögen, die Pfeile, mit denen sich die Truppen dann ins Kampfgetümmel werfen.
In der Schlacht entscheidet dann natürlich euer taktisches Vorgehen und die richtige Positionierung eurer Truppen über Sieg oder Niederlage. Aber auch die Moral eurer Truppe, Wetterbedingungen und sogar Ermüdung der Männer spielt hier eine wesentliche Rolle. Ja, also selbst die Truppen bekommen anscheinend eine Ausdauer verpasst, die schlachtentscheidend ist, so wie es einfach damals im Mittelalter oder bei solchen Schlachten einfach war. Nicht genügend Ausdauer, zu langer Marsch, zu langer Weg und man hat schon einen Nachteil. Außerdem wichtig ist natürlich auch die Ausrüstung, die ihr für eure Truppen produziert habt. Zusätzlich sollen dann in das Spiel noch Belagerungsmaschinen später eingebaut werden. Kavallerie, Schießpulver, Truppen, die auf Mauern stehen und noch vieles, vieles mehr. Das ist aber erst später der Fall, denn, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wird Manor Lord erst in den Early Access starten. Und hierbei werden wir es erst einmal mit einer abgespeckten Version natürlich und einem Singleplayer-Spiel zu tun haben. Aber die Implementierung einer Multiplayer-Option ist jetzt nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie gut das Spiel eben ankommt und wie viele Ressourcen, wie viel Support da vorhanden ist. Denn Manor Lord, so wie man es jetzt hier sieht, ist natürlich, finde ich, prädestiniert jetzt dafür für so richtige Multiplayer-Schlachten. Das wäre richtig super, aber wie gesagt, am Anfang eben ist das noch nicht implementiert, genauso wie Burgeroberungen, Belagerungen oder so weiter. Erscheinen soll Manor Lords laut Steam-Präsentation schon im Herbst diesen Jahres und darauf dürfen wir uns freuen, denn Manor Lord sieht nicht nur fantastisch aus, sondern zeigt, dass neben der Detailliebe ein vielversprechender Mix aus RTS, Städteaufbau und Mittelalter-Simulation auf uns wartet. Im Herbst werden wir dann schlauer sein und ich hoffe, dass es sich auch so spielt, wie es hier präsentiert wird. Das war es, ein kurzer Überblick über das kommende Aufbaustrategiespiel Manor Lords. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einen Überblick verschaffen, wenigstens einen kurzen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da und erzählt mir, was ihr von Manor Lords bzw. von dem, was bis jetzt bekannt ist, haltet. In diesem Sinne, lebt euer Abenteuer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Franco.